Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 Tutorial Video. In diesem Video geht es um die Jahreszeiten vom LS22. Die LS22 Jahreszeiten sind relativ einfach gehalten. Man muss also gar nicht viel lernen, um das zu verstehen. Im Prinzip ist es fast einfach so wie im echten Leben. Im Winter wächst kein Getreide, das wächst im Sommer. Und das braucht ein Dreivierteljahr, bis es heranreift. So ganz grob zusammengefasst. Ja, und ich zeige euch, wo man das einstellen kann und wo man sehen kann, was man sinnvollerweise wann anpflanzen kann. Wir gehen jetzt erstmal ins Menü, und zwar mit Escape. Ja, hier startet das Menü normalerweise auf der Karte. Wir scrollen jetzt hier runter, erstmal zu den Einstellungen. Da, wo der Traktor mit dem kleinen Zahnrad ist. Und hier können wir unter anderem auch die Jahreszeiten einrichten. Und hier haben wir einerseits, das ist das Entscheidende, saisonales Wachstum. Das ist standardmäßig auf Jahr geschaltet. Und saisonales Wachstum heißt, man muss sich im Prinzip an die Regeln der Natur halten, dass man eben nicht mitten im Winter den Weizen sät, sondern den Winterweizen, auch wenn der so heißt, den sät man im Herbst und andere Fruchtarten sät man im Frühling. Und ernten kann man das Getreide im Sommer. Und das ist als Regeln festgelegt, das gucken wir uns auch an im Wachstumskalender. Und das ist hiermit eingeschaltet. Man kann das auch ausschalten, dann kann man jederzeit alles ansehen, also eben auch im Weizen, im Winter den Weizen sehen. Und man kann auch das saisonale Wachstum pausieren lassen. Dann tut sich ja, was das saisonale Wachstum angeht, gar nichts mehr. Wenn man mit Jahreszeiten spielen will, dann schaltet man das hier einfach auf Jahr. Und dann gibt es die Tage pro Monat. Das ist ein Tag als Standardangabe. Und ursprünglich war es sogar auch so gedacht, dass es nur diese Ein-Tag-Möglichkeit gibt, sodass ein Jahr dann 12 Tage im Spiel hat. Wie 12 Monate. Und das hat vielen aber nicht gefallen, und zwar Leuten, die viele Felder beackern auf den Karten, auf denen sie spielen, und die jedes Feld sehr gründlich und sehr professionell bearbeiten, mit sehr vielen Durchgängen, die Unkraut mehrmals bekämpfen, die Kalken zweimal düngen und pflügen und grubbern und alles Mögliche machen, die sind mit dem einen Tag pro Monat nicht ausgekommen und die haben dann gesagt, hey, wir wollen mehr haben und haben mehr gekriegt. Man kann bis zu 28 Tage pro Monat das hochschalten. Aber man muss sich bedenken, dass wenn man das jetzt auf 28 Tage stellt, dann passiert wachstumsmäßig in diesen 28 Ingame-Tagen gar nichts. Also wenn ich dann am ersten der 28 Tage meinen Weizen aussehe, weil das gerade die richtige Jahreszeit ist, dann tut sich 28 Tage lang diesbezüglich überhaupt nichts wachstumsmäßig. Und man kann dann auch die Spielgeschwindigkeit, wie schnell jeder Tag geht, die kann man auch sehr fein abgestuft auswählen. Also man kann dann sagen, na gut, dann mache ich halt schnelle Tage. Dann hat man aber ständig Nacht und man muss ständig schlafen. Und ich denke mal, die Einstellung mit 28 Tagen und selbst 4 oder 5 Tage pro Monat halte ich für den Einstieg für erheblich zu viel. Also für den Einstieg finde ich so einen Tag pro Monat ganz sinnvoll. Dann kann man zum Beispiel im August auf dem einen Feld ernten und auf dem anderen Feld Raps ansehen. Das geht im August. Und wenn dann der nächste Tag ist und man hat September, dann kann man an Weizen ansehen und so geht das weiter. Und wenn man dann mehr Felder hat und merkt, man schafft die Arbeit nicht, dann kann man das hier umschalten
Und in der nächsten Jahreszeit wird das dann wirksam, aber erst in der nächsten Jahreszeit. Das ist also ein wichtiger Faktor. Viele Anfänger, die überhaupt noch gar nicht LS gespielt haben, schalten das gleich mal so hoch wie möglich, um es so realistisch wie möglich zu haben und sind dann verzweifelt, weil sich auf den Feldern nichts tut. Darum, ein Tag ist erstmal für einen Anfang ganz sinnvoll. Jo, dann gibt es hier visuelle Jahreszeiten. Das ist hier missverständlich angezeigt, wenn man sagt, visuelle Jahreszeiten aus. Nein, ich will ja visuelle Jahreszeiten haben, wenn ich mit Jahreszeiten spielen will. Ich will im Frühling soll es aussehen wie Frühling und im Sommer soll es aussehen wie Sommer und im Winter wie Winter. Und wenn es ausgeschaltet ist, kriegt man genau das, nämlich die Jahreszeiten werden so gezeigt, wie sie zum Monat, jeweiligen Monat passen. Also im Herbst sieht es dann nach Herbst aus und so weiter. Visuelle Jahreszeiten meint was anderes. Hier steht's auch. Setzt fest, ob immer ein bestimmter Monat visuell sichtbar ist. Ausschalten für dynamischen Monatswechsel. Also ausgeschaltet ist, ja, ich will Jahreszeiten sehen. Und wenn ich jetzt hier visuelle Jahreszeiten März einschalte, gucken wir gerade mal, mit Escape gehen wir raus. Jetzt haben die Bäume noch keine Blätter. Es sieht aus wie früher Frühling, obwohl wir August haben. Wir gehen wieder rein. Und jetzt, das Sommer haben wir eben schon gesehen. Ich schalte jetzt mal auf Oktober. Da müsste es jetzt nach Herbst aussehen. Nein, noch nicht. Aber im November. Ich habe den Eindruck, wenn man das hier einstellt, einen festen Monat, dass das sich ein bisschen anders verhält, als wenn man die Monate tatsächlich erspielt. Weil wir kriegen hier jetzt erst im Dezember die orangenen Blätter. Und wenn man echt spielt, ist es irgendwie anders. Und dann nehmen wir mal Februar. Jetzt haben wir immer noch Herbstdarstellung, was ja gar nicht passt. Ja, und dann könnte man hier fast sagen, im März sieht es eher aus wie im Winter. Wir schalten es jetzt mal aus. Und das heißt, wir haben August sieht aus wie August. Interessant ist das mit den visuellen Jahreszeiten, wenn man sagt, nein, ich will mich nicht an diesen Jahreszeitenzyklus binden lassen. Wenn man mit ewigem Sommer spielen will, dann schaltet man das hier aus und nimmt seinen Sommermonat, den man haben will, und hat dann seinen ewigen Sommer. Und hier kann man auch noch Schnee an- und ausschalten. Das ist klar, wenn man immer ewigen Sommer haben will, dann will man nicht, dass bei blühenden Pflanzen plötzlich der Schnee fällt. Okay, das sind diese Spieleinstellungen. Und dann kommen wir zu dem Wachstumskalender. Das ist hier, fahren wir hier mal ganz hoch. Der sieht auf den ersten Blick komplex aus, ist aber eigentlich ganz einfach. Es gibt hier den Saatzeitpunkt, der ist grün, und den Erntezeitraum, der ist orange. Und wenn wir jetzt bei Weizen gucken, den können wir im September oder Oktober ansehen. Und dann reift er das ganze Dreivierteljahr, bis wir ihn dann im Hochsommer, im Juli und August ernten können. Das ist auch in echt so. Meistens wird Weizen als Winterweizen angebaut. Und dann sieht man den tatsächlich im Herbst. Und dann keimt er schon mal ein bisschen und über den Winter ruht er, aber der kommt dann halt im Frühling viel schneller und die Ernte ist größer, als wenn man Weizen erst im Frühling anpflanzt. Aber Hafer, der wächst viel schneller heran, den kann man im zeitigen Frühjahr aussehen und kann dann auch schon im Sommer ernten. Wenn man also irgendwas hatte, wo ein später Erntezeitpunkt ist, zum Beispiel Kartoffeln oder so, und man schafft es zeitlich nicht mehr, Weizen im Herbst anzusehen, dann kann man zum Beispiel Hafer anbauen. Oder Hirse hat auch eine kurze Vegetationszeit, kann man im April sehen und dann im August und September ernten. Und so geht das weiter. Und Pappeln kann man
in der ersten Sommerhälfte anpflanzen. Die werden nicht gesät und man kann die ganzjährig ernten, aber es kann gut sein, dass die über den Winter nicht wachsen. Gras kann man bis zum November ansehen und auch theoretisch ganzjährig ernten, aber wenn man beispielsweise im Oktober oder November geerntet hat, dann wächst es einfach im Dezember, Januar und Februar nicht nach und dann kann man erst wieder im März ernten. Und der Ölrettich, der ist eine Zwischengründüngung, eine Gründüngung auch als Zwischenfrucht bezeichnet. Den sät man an nach der Ernte und also nach der Ernte von was anderem und der wird dann geerntet, indem man ihn untergrubbert und danach was anderes anpflanzt. Also man könnte jetzt beispielsweise Getreide ernten und dann hat man gerade noch Zeit, den Ölrettich anzusehen und kann dann im nächsten Frühling Sorghumhirse ansehen. Und dieser Ölrettich dient als Gründüngung. Also dann spart man sich einen Düngevorgang. Ja, eigentlich war es das schon, was zu Jahreszeiten zu sagen ist. Wir haben ja auch die optischen Jahreszeiten schon kurz gesehen. Und wenn die, ja, wenn die Jahreszeit dann tatsächlich ist, dann kriegt man halt hier auch mal Schneefall und andere witterungsbedingte Sachen. Und muss sich auch mit seinem landwirtschaftlichen Handeln darauf einstellen. Aber man kann immer im Wachstumskalender gucken, was geht und was geht nicht. Ja, das war's im Wesentlichen schon. Ich bin sicher, ihr werdet damit klarkommen. Man braucht immer ein bisschen Geduld und man muss sich überlegen, wie übersteht man den Winter. Da kann man zum Beispiel Gewächshäuser bauen, die sind lukrativ und die sind auch im Winter produktiv. Das heißt, wenn man im Herbst die Gewächshäuser anschafft, dann muss man die nur immer wässern und dann kommt man schon über den Winter. Man kann auch Aufträge machen, die bringen einen auch über den Winter. Ja, und man kann sich um seine Tiere kümmern. Wenn man viele Tiere hat, können die einen auch über den Winter bringen. Okay, das war's zum Thema Jahreszeiten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!